Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einer neuen Folge Fußballmanager 13 mit den Glasgow Rangers hier in der dritten Saison, heute hier im Part Nr. 65 der dritten Staffel sowie zum 187. Gesamtpart und damit herzlich willkommen an diesem Mittwoch, den 29. April 2015. Und damit kann es dann losgehen hier in den letzten Spieltag, 33. Spieltag. Der Scottish Premiership, wir haben das Spiel bei St. Johnstone, Hinspielergebnis 2:0. Sehen hier auf der linken Seite die deutsche zweite Bundesliga sowie die dritte Liga. Und dann würde ich doch mal sagen, geh mal rein, verliere nicht viel Zeit, Textmodus. Und nach der Niederlage zuletzt gegen Newcastle im Hinspiel wollen wir jetzt ein deutlich besseres Spiel zeigen hier bei St. Johnstone. Und damit geht's dann rein hier in den letzten Spieltag. Anpfiff ist hier erfolgt. Referee Charlie Redmond hat die Partie freigegeben. Sam Johnson ist defensiv ausgerichtet und wir werden mit zunehmender Spielzeit immer nervöser. Sind gerade mal 2 Minuten gespielt. McGregor mit einer guten Abwehraktion. Schön fängt er den Ball ab und spielt ihn wieder nach vorne. Und die Konzentrationsphase ist abgelaufen. Jetzt die Chance für Sam Johnson. Vermeintliche Abseitsstellung von Chris Miller wird zurückgepfiffen, aber es war wohl gleiche Höhe. Und jetzt haben wir die Chance, 13. Minute, 100%ige. Frankie Banetta wirft einen Einwurf kurz auf Torgan Hazard, aber dem springt der Ball einfach so ins Aus. Einwurfproblem im Fußballmanager 2008, okay. Jetzt die Chance für Sam Johnson. Scharfe Hereingabe von Murray Davidson ist etwa zu nah vor das Tor gezogen. Cameron Bell ist rechtzeitig unten und packt sicher zu hier. 21. nächste Möglichkeit, Sam Johnston. Mal gucken, Cameron Bell hat diesmal keine Probleme und pariert sicher. So, 24. die nächste Möglichkeit nach einer Ecke von Pavel Olkowski. Barry Murphy hat da das Glück des Tüchtigen. Der Ecke von Olkowski kommt genau auf den Kopf von Deli, aber der köpft um Zentimeter rechts vorbei. 26. nächste Möglichkeit. Barnetta passt auf Olkowski, der sofort auf Hazard weiterleitet. Dieser überwindet Barry Murphy, doch er befand sich sofort im Abseits, so dass das Tor nicht zählt. Schade. 29. nächste Möglichkeit für uns. Nach einer schönen Callum Patterson-Flanke verlängert Michel das Leder unglücklich zu Aaron Lennon. Und wir haben hier die Ecke, da David McKay hier die Fußspitze noch dazwischen bekommt. Und jetzt die Ecke von Pavel Olkowski, Ecke Nummer 2. Barry Murphy segelt an der Ecke vorbei und Deli muss nur noch einköpfen. 1:0! John Deli, 29. Saisontor, Pavel Olkowski, 8. Vorlage. Wir haben jetzt schon die nächste Chance. 30. Hazard wartet zu lange und es gibt die nächste Ecke. Dieses Mal von Callum Patterson. Zieht die Ecke auf den kurzen Pfosten. Das wird ziemlich gefährlich. Heute Barry Murphy fliegt heran, prallt gegen den Pfosten. Und David McKay klärt hier. Aber Barry Murphy dürfte jetzt ganz schöne Kopfschmerzen haben. Das kann ich mir vorstellen, aber es ist eine wirklich gute Antwort von unserer Mannschaft hier, das 1:0. Hätten wir schon gebraucht im Europa-League-Spiel, das müssen wir halt jetzt im St. James Park wieder ausbügeln. Wird nicht einfach, aber ich denke mal, wir haben da schon gute Möglichkeiten. So, Olkowski mit der nächsten Ecke. Nach einem Eckball von Olkowski kommt Pierce zum Kopfball, doch er kann den Ball nicht richtig drücken, sodass er über den Kasten geht. Nächste Chance für uns. Beim American Football wären das 3 Punkte gewesen. John Deli fängt aufmerksam einen Pass von David McKay in dessen eigener Hälfte ab. Schießt direkt aufs Tor. Der Ball geht allerdings ungefähr 5 Meter über die Latte. Das Spiel wird pünktlich auf die Sekunde hier beendet. Abpfiff zur ersten Halbzeit. Wir führen hier durch das Tor. Einer der Einwechselspieler erwischt aus Versehen den Ball nicht richtig und trifft einen der Mannschaftsbetreuer von uns. Autsch. Ist natürlich blöd, aber passiert, kommt auch mal vor. So, motivieren hier mal.
Wollte eigentlich Olkowski und Pedersen loben, aber da haben wir jetzt zu viele Dreierkandidaten heute, die einfach mehr Motivation brauchen. Ihre Spieler wirken konzentriert und scheinen zu wissen, was sie tun. 17 von 20 die Stimmung. Teamwork 43 von 100. So haben wir uns das vorgestellt. Und dann gehen wir rein hier. Anpfiff zur zweiten Hälfte ist erfolgt. Wir haben auch gleich die erste Chance. Lapsus von Miller, der Thorgan Hazard ins Spiel bringt. Der fleißige Belgier schießt aus 16 Metern, aber knapp vorbei. So. Die erste Phase ist vorbei. Die Konzentrationsphase ist hier durch. Dann gehen wir jetzt mal hier wieder in die Offensive. Stadion ist hier ausverkauft, das wissen wir aber schon. So, Juri Thielemans, der jetzt reinkommt für Ian Black. Und dann schauen wir mal, wie wir jetzt hier weiter wechseln. Michel mit einer gelungenen Aktion gegen Thorgan Hazard. Er baut stattdessen dann einen eigenen Angriff auf. Thorgan Hazard wird dann rausgehen. Für ihn kommt dann rein George Evans, der ja die Position wirklich gut kann. Hat es schon oft genug bewiesen, als er stellvertretender Tore erzielt hat. So, Lappin kommt rein für Toby Goodman. So. Wird hier schön gedeckt und der letzte Wechsel von uns steht jetzt auch unmittelbar bevor. Und zwar kommt hier Verbitsch. Aaron Lennon passt auf John Daly, doch dieser steht im Abseits. So, Scott Brown kommt rein für Chris Miller. Und bei uns kommt, wie gesagt, Benjamin Verbitsch für Tranquillo Banetta. Für die jetzt noch gut verbleibenden 14 Minuten hier. Schwierige Entscheidung in Perth. Benjamin Verbitsch nimmt den Ball irgendwie an und tritt für die Glasgow Rangers. Doch sofort bildet sich eine riesige Spielertraube um Richmond. Reklamiert Foulspiel. Signorino wurde angeblich umgestoßen. Befragt den Assistent. Der greift den Übeltäter. Aber der streitet alles ab. Der Treffer gilt. Die Fans können es nicht fassen. 2 zu 0. Glasgow Rangers durch Benjamin Verbitsch. Ist natürlich blöd hier für St. Johnson. Aber wir haben hier das 2 zu 0, zweite Saisontor von Benjamin Verbitsch. Steven McLean kommt jetzt noch rein für Mitroglou. McGregor hat dann gleich mal eine neue Aufgabe. So. Hä? Mussten die jetzt. David McKay sieht wahrscheinlich die rote Karte. David McKay reißt Samaras zu Boden. Dieser wäre praktisch alleine durch gewesen. Richmond hat keine andere Wahl. Rot. Wegen Notbremse, 11 Minuten vor dem Ende. St. Johnson nur noch zu 10. So, unser Spieler zeigt sich hier als fairer Sportsmann, bringt den Balance aus. Und wir fahren hier dann allmählich den Sieg ein. Sieht relativ gut aus. 85. jetzt nochmal die Möglichkeit für uns. Juri Thielemans legt energisch vor und George Evans macht das 3 zu 0. Also, Joker-Tor hier. Sechste Saisontor für George Evans. Erste Vorlage von Juri Thielemans. Knifflige Entscheidung in Perth. Samaras ist da auf dem Weg im Strafraum. Wird von Hutchinson hart angegangen. Mal gucken, was der Referee sagt. Hat sofort die Pfeife im Mund. Es gibt noch Freistoß. Da haben sie bei St. Johnson noch einmal Glück gehabt. Es hätte auch Elfmeter sein müssen. Mal gucken. Ist jetzt nichts passiert hier. Wir schrauben nur noch das Pensum herunter. Einsatz jetzt mal auf 0%. Juri Thielemans eröffnet aus eigener Hälfte mit einem weiten Ball auf Aaron Lennon. Und George Evans macht das 4 zu 0 mit einem Außenriss. Siebte Saisontor, achte Vorlage Aaron Lennon. Also wir haben hier den prima Ersatz für Thorgan Hazard, der ja gerade so eine Ergebniskrise hat. Ist nämlich der gute George Evans. Riesenchance in Perth. St. Johnson kontert 5 gegen 4. McLean hat nur noch Cameron Bell vor sich. Heber.
Genau unter die Latte. 1:4 Steven McLean. Zweites Tor in der Saison. Durch den negativen Einsatz ist es jetzt natürlich klar, dass es irgendwie kommen musste. Aber ich denke mal, 4:1 wird trotzdem in Ordnung gehen. Jetzt haben wir die nächste Chance. Aber John Daly köpft hier knapp am Tor vorbei. Stürmerfoul wurde hier zudem noch entschieden. Und dann ist die Partie um. Wir siegen hier bei St. Johnson mit 4:1. Und damit haben wir wirklich eine gute Endsaisonleistung hier abgegeben. Jetzt steht die Meisterrunde an. 62:38% Ballbesitz. 17:4 Chancen. Dann sehen wir uns gleich im Nachbericht wieder. Und damit moin moin und herzlich willkommen hier zurück zum Nachbericht des 33. Spieltags der Scottish Premiership. Wie die Glasgow Rangers gewannen mit 4:1 bei St. Johnson durch die Tore von John Daly. Sowie einen Doppelpack von George Evans, der leider keine Note mehr bekommt, sowie Benjamin Verbitsch. Einfach nur klasse, Juri Thielemann mal wieder Spieler des Spiels, hier mit einer 1,0. Beide Ansprachen haben funktioniert. Beim Gegner Sean Hutchinson, bester Mann mit einer 1,5. Zu den Stimmen 7:2 Schüsse, 3 aufs Tor, 4 daneben, 10:2 Chancen, 62:38% Ballbesitz. Spieler des Spiels George Evans, der jetzt eine 16er Form hat, eine 77 hier im Offensiven, einfach nur überragend. Und jetzt zu den Ergebnissen. Aberdeen 2:1 gegen Hamilton Academical, St. Mirren gegen Ross County 1:1, Dundee United 4:1 gegen Livingston. Partick Thistle unterliegt Celtic mit 0:2. Wir gewinnen 4:1 bei St. Johnson und Motherwell 1:0 gegen Kilmarnock. In der Tabelle haben wir 12 Punkte Vorsprung gegenüber Celtic Glasgow. Und wir brauchen jetzt hier im letzten entscheidenden Spiel in der Meisterrunde am ersten Spieltag schon einen einzigen Punkt. Dann wären wir schon praktisch Meister hier. Championship, dort sehen wir den vorletzten Spieltag. Heart of Mistos in 7 Punkte Vorsprung vor Inverness Caledonian Thistle. Österreich Salzburg vor Rapid Wien. In Belgien Genk vor Anderlecht. In England Arsenal vor Tottenham Hotspur, Man United und Chelsea. Frankreich PSG vor Monaco und Marseille. In Italien AS Rom vor AC Mailand und Juve. Unten Udinese Calcio, Sassuolo und Cagliari. In Deutschland sehen wir hier Bayern München souverän in Front, 24 Punkte Vorsprung, deutlich Meister hier. Und unten Lautern, Eintracht Frankfurt und Paderborn. Zweite Liga Köln, Nürnberg und Düsseldorf, unten Heidenheim, SSV Frankfurt und Fürth. In der dritten Liga Dortmund 2 vor Aue und Rot-Weiß Erfurt sowie dem MSV Duisburg. Regionalliga Nord, Bremen 2 in Front. In der Nordost der Hallesche FC, nach wie vor in der West Aachen. In der Südwest SC Freiburg und die Kickers, na Gott sei Dank, hier 4:0 gewonnen gegen Hertha Wiesbach. Und FC 08 Homburg haben 1:1 unentschieden gespielt gegen Eintracht Trier, also Schützenhilfe der Trierer. Und Regionalliga Bayern hier ein Erfolg für Augsburg, die 7 Punkte Vorsprung haben. Niederlande, Feyenoord vor Ajax, Portugal, Porto vor Benfica. Russland, Zenit vor Dynamo Moskau. In Spanien, Real Madrid vor Barcelona, Atletico und Sevilla. In der Schweiz, Basel vor den Young Boys, in der Türkei, Galatasaray vor Trabzon. Und in Brasilien, International Porto Alegre. Jetzt zu den Stimmen. Christian Michel hat die Zukunft noch vor sich, sagte Steven Lomas. Und ich sagte, ich bin sehr zufrieden damit, wie wir hier aufgetreten sind. Die Mannschaft hat richtig, richtig gut gespielt. Sie hat in keiner Phase nachgelassen und ist dafür belohnt worden. Spieltagsstatistik sehen wir, wie gesagt, einige von Dundee United. George Evans hier unter den Torschützen, jetzt 7 Saisontore. 2,32 in der Saison, Schnitt von 2,93. Daly hat 3 Tore Vorsprung zu Skepovic. Und nach 33 Spieltagen Kieran Hughes hier notenbester Spieler. Partick Thistle nach wie vor hier feste Mannschaft. Und dann können wir noch weitergehen. Sehen Sie hier SFA Cup Finale gegen Celtic Glasgow. Radoslav Petrovic wechselt hier zu Espanyol Barcelona für 3,3 Millionen. Dann Kutris von Ergoteles zu Olympiakos für 2,8.
Shaqiri hat verlängert bei PSV Eindhoven, okay. Zoller immer noch im Fokus von Dortmund. Und Slomka steht kurz vor der Entlassung beim HSV, auch dort Roger Schmidt Trainerkandidat. Saisonziel übertroffen. Also wir sind ja hier noch nicht fertig. Die Saison geht ja noch. So, Väferrynen hat seinen Vertrag verlängert. Und sehen Sie hier das doppelte Celtic. Meisterrunde nochmal gleich gegen Celtic. Also das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Spiel dann schon. Wenn wir da gewinnen, dann ist die Meisterschaft schon praktisch perfekt. Art Abstieg. Okay, alles klar. Kriegt mir ja schon fast Angst. Wir sind ja eigentlich in der Meisterrunde, nicht in der Abstiegsrunde. So, Saisonziel übertroffen. Ihr Präsident Craig White beruft ein Meeting zur Nachbesprechung der Saison ein. Er zeigt sich hocherfreut, dass die Mannschaft die Erwartungen übertreffen konnte. Jetzt freut er sich auf die kommende Saison und hofft, dass sie weiterhin mit so viel Schwung und Elan Trainer bleiben. Also hier bei den Glasgow Rangers glaube ich nicht. Delef hat eine 67, der wäre nämlich ablösefrei. Wäre für die rechte Seite nochmal eine ganz gute Verstärkung. Nehmen wir mal ins Blickfeld den guten. Väferrynen hat verlängert, von daher fällt er hier aus dem Blickfeld raus. B-Union 2 zu 0 gegen Hamilton Academical erfolgreich. So. Und dann gehen wir hier noch den einen Tag vor zum SFA Cup Finale gegen Celtic Glasgow. Also innerhalb von 4 Tagen zwei Begegnungen gegen Celtic, die hier Heimrecht haben. Wird wahrscheinlich 3D-Spiel werden, das SFA Cup Finale. Im Stadion Schottland. So, dann gehen wir hier doch gleich weiter. Sehen hier Old Firm Derby bzw. SFA Cup. Das Endspiel steht an zwischen Celtic und Glasgow Rangers. Und es geht um diesen Pokal hier. Bam, bam, bam. Sodale. Keine weitere Nachricht. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier auf jeden Fall rein in die Mannschaft. Passen die noch an, sehen hier einige, die erschöpft sind. Thorgan Hazard haben wir ja wie gesagt, dass Evans anfängt. Der hat es sich wirklich verdient. Lennon, das müssen wir jetzt einfach so stehen lassen. So, Berahino kommt dann hier mit. Soll ich jetzt eigentlich noch einen Offensiven hier mitnehmen? Quellisch. Da muss hier jetzt Doll weichen. So, dann haben wir soweit hier alles. Gehen da mal rein hier. Zusätzliche Siegprämie machen wir hier jetzt volle Lotte. 50.000 muss ja schon drin sein. Weil den Titel, den wollen wir jetzt mit aller Macht. Der nächste Titel im Spiel gegen Celtic kann dann auch schon perfekt gemacht werden. Also mittlerweile hier die Celtic-Wochen. Und dann würde ich doch mal sagen, haben wir alles geschafft?